sie müssen fort. Farewell. Man darf sie hier nicht sehen. Nur keine Panik, Danny. Max ist doch in London, das hast du selbst gesagt. Niemand sieht mich, es sei denn, deine neue Madame spioniert uns nach. Sie stört uns nicht, nicht hier. Sie weiß, dies ist Rebeccas Reich. Wo ist das Kästchen mit dem Schmuck geblieben? Es hat doch immer hier gestanden. Hände weg von ihren Sachen. Sei nicht albern, Danny. Rebecca liebte mich. Ich war doch ihr Lieblingscousin. Sie war gewohnt, geliebt zu werden. Die Männer waren verrückt nach ihr, denn sie war mehr als schön. Von ihr ging ein Zauber. Genau wie du. Wie du. Finde ich es gar nicht gut, dass eine andere ihren Platz einnehmen will. Rebecca liebte mich. Ich war doch ihr Lieblingscousin. Sie war geboren. Niemand stand ihr leer. Ich war viel mehr als ein Cousin. Sie war mir als schön. Und ihr ging ein Zauber. Zum Tee? Ach, ist das nicht reizend? Wirklich, denn ich habe große Lust, die Einladung anzunehmen. Ja, vielleicht hast du recht. Ich will die kleine Frau ja nicht auf Abwege führen. Es ist wohl besser, ich empfehle mich. Adieu, Verehrteste. Wie Sie meinen, Mr. Favell, auf Wiedersehen. Ah, was ich noch sagen wollte, es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie meine kleine Stippvisite hier für sich behalten würden. Max ist nicht gerade ein Fan von mir. Und wir wollen auch der guten armen Danny keine Schwierigkeiten machen, nicht wahr? Nein,